Ich bringe deine Sachen in dein Zimmer, dann können wir anfangen. Hallo, Ruby. Ruby, komm schon. Mach dir um sie keine Sorgen. Er kommt schon durch. Hier ist, was ich über diesen Ackers rausgefunden habe. Er ist eine ganz große Nummer in der Import-Export-Branche. Ihm gehören Häfen in der ganzen Welt und in anderen hat er Beziehungen. Dadurch hat er den Designer-Drogenmarkt in fast ganz Europa und Asien fest im Griff. Er hat einen Sohn namens Trevor. Ja, ich kenne ihn. Nun, wenn sein Vater stirbt, wird er das Familienunternehmen erben. Beides, die Häfen und die Drogen. Was tut er denn in Hongkong? Er zieht sein eigenes Drogenunternehmen auf. Angeblich hat er hier große Wellen geschlagen, aber das tut er nicht allein. Er hat Leute, viele Leute, und die scheuen nicht davor zurück, Druck auszuüben, um Trevor zu schützen. Es wird nicht leicht sein, ihn zu erwischen. Weißt du, wo er gerade ist? Nein. Das erfährt man nur, wenn man zur Organisation gehört. Dann muss ich wohl mit jemandem aus der Organisation reden. Du musst mit Red Boy reden. Mit Red Boy also. Na gut, dann werden wir das mal tun. Mal schauen, was der gute Red Boy sozusagen hat, wo sich Mr. Ackers auffällt. Ich bin sehr gespannt, was uns hier in Hongkong erwarten wird. Ja? Bist du schon angekommen? Ich bin da. Hier sieht's aus, als bricht gleich alles zusammen. So mag es Red Boy. Er hält Leute, die dort nichts zu suchen haben, fern. Alles klar. Ich muss los. Hä? Aber wir haben hier doch was zu suchen. Wir suchen ihn doch. Das verstehe ich jetzt nicht. Och, Mensch. Stirb. Verdammt, ich kann nicht so weit runter. Dreh dich mal um. Spring mal. Ja, geht doch. Nice shit, yo. Umdrehen und weiter springen. Ah, hier ist auch so ein Äffchen irgendwo. Ah, nee, warte mal. Ich glaube, ich soll hier so... Ah, hier soll ich nicht durchrutschen? Ah. Ja, ich kann... Hä? Ich kann doch hier ran. Warum geht... Achso, vielleicht, weil ich hochlaufen soll und nicht springen soll. Das könnte Sinn machen. Ich weiß es auch nicht so genau. So, da ist einer. Das war doch mindestens ein Headshot. Wenn nicht, dann sogar noch krasser. Okay, der ist, glaube ich, tot. Hey. Schießt du auf mich? Ist das dein fucking Ernst? Ja. Okay, hier gibt's Musik. Ich wollte nur mal kurz hören. Ob hier tatsächlich Mucke dabei ist oder nicht. Jetzt können wir nämlich das machen, beim Rutschen direkt töten. Ja, finde ich gut. Das mag ich doch sehr. Alter, ich mach doch. Hä? Ist der Controller an? Ja. So, ich muss mal ganz kurz, ich muss nochmal neu machen. So, pass auf. Zack. Rein. Jetzt geht's. Sehr gut. Alles klar. Wollten nur mal doppelt machen, anscheinend. Ich verstehe. So, dann trinken wir mal ein Stückchen Wein. Wir müssen unser Leben ein ganz klein bisschen natürlich auffrischen. Das ist nicht mehr so gut. Ach, hier, doch, geht's hier lang? Geht's hier rein? Was ist los? Ich geh mal kurz hier rein, mal gucken, was ist hier. Oh, 250 Punkte Ding. Nehme ich doch gerne mit. Okay. Ich verstehe. Oder so.
weiß es auch nicht so genau. So, wir müssen auf jeden Fall springen, damit wir auch geil schießen können. Und dann sind wir nämlich hier oben schon mal drauf. Und wo geht's jetzt hin? So, wir machen jetzt alle kaputt hier. So. Nummer 1 ist... Warum? Achso. Aber gut schießen kann ich aber hier nicht, du. Gut, macht auch irgendwo Sinn, dass man nicht mit zwei Händen schießen kann, weil der hat ja nur eine Hand frei, ne? Mach kaputt, los. Sehr gut. So, ich glaube, hier müssen wir hoch. Halte ich für sinnvoll. Jetzt geh weg. Ich weiß leider nicht genau, wie viele von den Dingern ich kaputt machen muss. Ich habe nicht aufgepasst, aber wahrscheinlich wieder drei oder so. Wie immer. Köpfchen muss man haben. Hast du leider nicht. Ach, da ist noch einer, Leute. Bingo. Ich hab den ja nicht gesehen. Hier war ich schon. Hä? Ach, da ist noch eins. Okay, jetzt. Ah, okay. Ich hab's gesehen. Ist da hinten irgendwo. Warte. Jetzt bleib doch mal hier, Junge. Geht ja einfach mal weg, ne? Ich glaube, ich muss ausflippen. So, kaputt. So, und ich glaube, das war das letzte Ding, oder? Jetzt die übrigen Gegner kaputt machen. Alles klar, das kriegen wir doch alles hin. Ich weiß nicht genau, wo sie sind. Ach, direkt unter mir natürlich. Ist ja spitz. Oh Gott. Oh Gott. Ja, den machen wir nicht kaputt. Den machen wir kaputt. Und jetzt noch den. Ich glaube, das waren noch alle, ne? Na gut, dann wollen wir das mal machen. Wir brauchen ein bisschen neues Chopsui. Oh Gott. Ich glaube, ich kriege da gar keinen Schaden von. Trotzdem sich erstmal ein bisschen aufregen. Dann läuft das. Akrobatisch nur 45%. Das war sehr schlecht. Ich weiß nicht, ach, naja. Ja, gut. Da kommen einfach noch ein paar mehr Leute. Ist ja kein Problem. So, ich glaube, jetzt sind alle tot. Dann wollen wir mal hochklettern. Schnell. Wir haben keine Zeit. Ich weiß zwar nicht genau, was wir machen müssen, aber wir haben halt keine Zeit. Wir haben wichtige Dinge zu tun. Munition nehmen wir natürlich gerne mit. Und wir haben Werbung. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, was ihr die nächsten 55 Minuten tun müsst. Und auch solltet. Oh, jetzt sind wir im... Ich weiß nicht genau, wie der Modus heißt, aber wir sind jetzt im Rage-Hass-Modus. Und jetzt ist ihr quasi alles egal. Jetzt ist sie so ein bisschen anders drauf. Ich weiß nicht genau, was der Modus macht gerade, aber er ist anscheinend sehr wichtig. Ihr kämpft ja wie Katagreise, langsam und verwackelt. Also ich glaube, mit dem Schwert ist jetzt einfach nur besser, aber ich bin mir nicht sicher, ob da noch mehr zukommt. Nur geh weg. Stirb. Du hast hier nichts zu suchen. Auf jeden Fall ist das halt ein stilisches Mittel, um hier noch mal ein bisschen, ne? Wo muss ich jetzt lang? Da lang? Ja. Ach, da schießt einer. Ach, lol. Alter, ich habe die Stange nicht gesehen, ne?
Ich muss dazugeben, ich habe die Stange nicht so ganz gesehen, weil sie ist auch recht schwer zu sehen, finde ich. La 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 la. Man kann auf jeden Fall sagen, sie ist gerade sehr sauer, weil sie einen getötet hat und er sie vollgeblutet hat anscheinend. Auf Wiedersehen. Er ist tot. Ey, komm! Toll geschossen, du Trottel. Ich bin ich da. Gehe oder so. Scheiße, wie komme ich jetzt da hoch? Komm schon. Na, ich bin wieder hier. Jetzt muss ich den Weg nochmal laufen. Das ist natürlich ärgerlich. Ich hätte an der Wand, glaube ich, langlaufen müssen. Naja. Gut. Achso, stimmt. Ich war schon hier. So, dann machen wir jetzt den. Dann machen wir jetzt den. Wir sind jetzt hier. Können wir jetzt hier rüberspringen. Und uns freuen. Ah, hier kann ich noch nicht schießen. Das muss ich noch lernen. Können wir uns aber, glaube ich, sogar gleich kaufen, das Ding. So, weg mit euch. Mich jetzt hier runter? Nee. Oder doch? Mich da lang? Das kann auch sein, dass ich hier lang muss. Und dann hier so. Okay. Ich finde es ein bisschen schwierig, muss ich gestehen, hier irgendwas zu sehen. Weg. Weil alles so rot im Rot ist, das ist irgendwie ein bisschen seltsam. Ich weiß ja auch nicht. Vielleicht geht's auch nur mir dabei so. Ach, sind, glaube ich, alle tot. Töten. Okay, der ist auch tot. Sehr gut. Wo muss ich jetzt hin? Hier hin. Na gut. Ah, guck mal, wenn wird direkt die Wand kaputt gemacht für uns. Finde ich super. Metzen wir mal ein bisschen mit dem Schwert nieder. Oh fuck, da waren ganz schön viele. Was ist denn das? Schießen für Anfänger? Jetzt sind die aber irgendwie alle weg. Naja, wo müssen jetzt lang? Oh, muss ich die echt kaputt machen? Na gut, warte kurz. Warte kurz. Warte kurz. Hi. So, tschüss. Du noch ohne Fahrschein? Okay, dann kann ich jetzt runter, oder? Ah. Blutrausch ist das, der Blutrausch. Und jetzt schauen wir könnten uns noch ein Lebensding abstoßen, schießen von Simsen. Mal kaufe ich mir mal beides, weil es ist ganz geil. Mehr kann ich eh noch nicht. Und ich würde sagen, wir machen direkt mit dem nächsten kleinen Kapitel weiter. Ich glaube, die kann man auffüllen, wenn man alles voll hat. Und sie spielt natürlich in der Runde Mundharmonika. Vielseitig talentiert, die gute Dame. Das scheint sie auch nicht besonders zu interessieren, wenn ihr irgendwas explodiert. Ich meine, hey, was soll's? Ist doch kein Problem. Ich habe irgendwo gelesen, dass dann die Vermutung aufkam, das sind so kleine Anspielungen am Mass Effect. Mit der Fahrstuhlmusik, wie sie sich teilweise langweilt und so. Alles kaputt machen. Stimmt, die kann ich auch mal benutzen. Ich glaube, der wartet auf mich. Ich weiß nicht, ob es das der Plan eigentlich war. Jetzt bin ich hier. Keinen Murrer. Oh Gott. Warum bin ich jetzt da weg? Ich wollte doch weiter kämpfen. Anscheinend wollte ich doch nicht weiter kämpfen. Mein Gott, was soll's. Dann kämpfen wir halt nicht weiter.
Ist ja auch nicht weiter dramatisch. Aber... Das ist doof. Oh nein. Ah. Mist. Ah, I. Ah, oh. Ah, Schon wieder zu weit gesprungen. Verdammt. Ja, nee, in Wirklichkeit steht sie, glaube ich, da drauf auf so ein bisschen... Ne? Geh weg. So. Guck mal, ich konnte durch die Wand gucken. Toll. So. Was ist das? Wo ist denn der? Oh, 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 oh. Na, verdammt, wie komme ich denn jetzt da hoch? Ich werde eine Stange daran. Warum springt die denn immer nach vorne? Ist die doof? Warte mal kurz. Ah, so, warte. Kann ich mich von hier springen? Obwohl ich immer noch nicht genau weiß, wo der Typ ist. Aha. Ach, da ist er drin. Du magst es wohl gern wild, was? Geht alle weg hier. Flipsch aus, ne? Das war's, Leute. Oh, oh, nicht mehr schießen, sonst schieße ich gleich die Fässer kaputt und bin tot. Muss ja auch nicht sein, ne? Komm ich auch irgendwie oben rauf? Das wäre schon cool. Ja, 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 weg mit euch, Kinder. War auch kaputt, macht die übrigen Gegner fertig. Ich glaube, gibt nur noch einen. Ich treffe den von dir natürlich nicht. Was ein bisschen doof ist. Mistkäfer. Verabschiedet euch schon mal. Na gut, wie komme ich jetzt an ihn ran? Ha. So anscheinend nicht gut, dann bin ich mal eben weg, ne? Ah, shit, ich komme gar nicht raus. Halalalalala. Okay. Na komm schon. Hä, okay, wie komme ich jetzt an den Sack ran? Nein. Das ist doch mal die Frage, die ich mir stellen muss. Aua. Vielleicht hätte ich an der Wand langlaufen sollen. Das hätte wahrscheinlich sehr viel gebracht. Aber na gut. Ich habe irgendwie nicht mehr sehr viel live. Oh, warte mal kurz. Ich habe da vielleicht eine andere Idee. So. Funktioniert das ganz gut. Der Untergrund. Und weiter geht's. Hab mich ein bisschen doof angestellt, weil ich nicht wusste, wie ich den Typen dann killen kann. Und bin an den anderen einfach vorbeigelaufen, weil die waren doof. Attention, please. A $50 reward will be paid for information leading to the arrest and conviction of anyone caught stealing our speakers. If you accidentally pull a speaker loose, don't worry. Just turn it in. There is no charge, and we'd appreciate it. Braucht jemand ein neues Auto? Bitte. Schlag zu. Ich weiß gar nicht, was die Affen bringen, ey. Geilen Shit, glaube ich. Richtig geilen Shit. Ich meine, es sind immerhin Affen. Okay, ich glaube, ich soll nicht runter. Ich glaube, ich soll da eher hoch. Na gut, dann werden wir mal hochklettern und schauen uns einfach mal an, was da oben abgeht. Das dürfen wir alles noch so hinkriegen. Nee, so lang. Ich weiß nämlich nicht, ob sie diese kleine Lücke überspringen kann. Ich möchte es fast bezweifeln. So, hier nach oben sind wir... Nee, sind wir noch gar nicht ganz oben. Aber gleich. Gleich sind wir oben. Nee, da lang. Danke. Dann da noch hoch und dann sind wir angekommen am Ziel unseres Wunsches oder so. Ja, oder auch nicht. Okay. Hä? Kann ich da auch noch hin? Nee. Hä?
Das ist voll dumm. Da kommt sie doch auch hin. Warum kommt sie denn da nicht hoch? Ist sie dumm? Anscheinend. Hm. Ach, hier geht's. Okay. Hallo, Jungs. Achso, ich muss die aufmachen. Ich muss die Tür erstmal aufbrechen. Natürlich, das machen wir doch. Wir bräuchten auch mal wieder irgendwie was zu trinken. Okay. Na dann. Wollen wir uns mal ein bisschen durchschmetzeln durch die ganzen Boys, ne? Na. Der hat mich gehauen in der Luft. Echt jetzt? Ach, der lebt noch. So. Ach, da ist er noch. Es gibt noch welche. Na? Okay. Oh shit, ich dachte, sie rutscht. Hat er gerade gesagt, er gibt mir Pfeffer? Wofür brauche ich bitte Pfeffer? Also das verstehe ich nicht. Ich weiß halt nicht, wofür ich Pfeffer brauche. Also das verstehe ich alles nicht. So. Mach ich mich auch kaputt. Na, will noch jemand? Nutzlose Idioten! Stirb endlich, du Schlampe! Scheiße! Frisk Jack! Keiner macht den Red Boy fertig! Na, ob das stimmt. Ich glaube, die Gute wird gleich wieder ein bisschen jetzt pissig. Jetzt bin ich dran. Oh, jetzt bin ich dran, cool. Wer schießt denn da? Irgendjemand da hinten, glaube ich. Ist das euer fucking Ernst? Das Geile ist, ich sehe überhaupt gar nicht, wo die Gegner sind da. Ich sehe nur irgendwann irgendwie irgendwo was schießen und denke mal, da dürfte Gegner sein. Muss es abkühlen? Das war doof. Abkühlen ist doch blöd. Braucht da wirklich niemand, oder? Also von abkühlen muss ich sagen, halte ich ja persönlich jetzt nichts. Aber naja. Wer es braucht, nicht wahr? Wer es halt braucht, der braucht's. Ach, guck mal, da ist da noch einer. Ach, ich glaube, da steht einer die ganze Zeit. Ich sehe das halt nicht so, ne? Und irgendwo hier ist auch noch einer. Und da ist schon wieder einer. Jetzt kommen sie auf der anderen Seite. Ja, ich weiß nicht, ob das so klug ist, wo hier steht. Ich glaube nicht. War jetzt nicht das Cleverste, da sich hinzustellen. Aber was weiß ich schon, ne? Prima, das ist wie Zielschießen zu Hause. Ja. Nur ohne die Fässer und so. Ach. Aber sonst? Ja, die Gute ist wieder ein bisschen gelangweilt. Also war so eine Vermutung, dass es eine Anspielung auf Mass Effect sein soll, weil im ersten Teil ist man ja auch recht viel mit dem Fahrstuhl gefahren. Das hat ja recht lange gedauert mit Musik und so. Kann sein, kann nicht sein. Und die Ruby findet es halt langweilig im Fahrstuhl. Da machst du halt nichts, ne? Fahrstuhl ist jetzt auch nicht immer sehr spannend, das ist schon richtig. Aber naja, musst du halt auch durch, ne?
Ich höre einen Affen. Verdammter Jack! Nicht tot zu kriegen, die Schlampe! Ich bin nicht sicher, ob wir es drauf haben. Keinen Wurf! Ich habe gerade gesagt, Torte. Oh oh. Köpfchen muss man haben. Gib dir mal gleich eine Torte, mein Freund. Da ist ja auch noch einer. Auf Wiedertschüss. Ich weiß, dass hier noch ein paar andere sind, aber naja. Er ist ja mein Hauptziel. Ja gut. Ich würde hier wieder runter wollen gerne, das ist sehr nett von dir. Wie oft muss ich ihn treffen? So. Aber du bist noch nicht tot. Ach, du lebst doch immer noch. Bleib mal ruhig, ey. Ich meine, gut, sie ist. Er ist nun auch ein Bossgegner. Da darf es auch schon mal ein bisschen länger dauern, natürlich. Ich glaube, ich hole mal kurz die Dinger da oben. Bin gleich wieder da, ne? So. Ich habe leider nichts mehr für die Schrotflinten. Das ist ärgerlich. Und so müssen wir jetzt hier lang sliden, rutschen und springen, bis er endlich tot ist. Naja. Was sie teilweise aber auch aushalten, ne? Und ihn jetzt immer noch voll erwischt. Seit einem halben Jahr hat sie ihn erwischt. Machst du halt aber auch nichts, ne? Jetzt läuft. Verdammtes Miststück! Wer zum Teufel bist du? Ich brauche Informationen. Ja? Und ich brauche eine neue Hand. Also schwör ab. Wo ist Trevor Akers? Danima, leck mich! Dann frag ich jetzt mal anders. Wo zum Teufel ist Trevor Akers? Okay. Eine Schmiergeldübergabe. Am Hafen bei der Paradestraße. Mit einem hohen Beamten. Wann? Du kommst zu spät, verdammte Kuh! Klasse. Klasse. Und das war Red Boy. Verdammt, ich muss hier weg! Geht das jetzt alles? Was ist das für grüner Rauch? Ich habe absolut keine Ahnung, aber... Wir haben Red Boy besiegt, können neue Sachen freischalten. Wie viele Punkte haben wir? Über 4000. Menschenwandel, was ist das? Danke für den Schwung. Benutze Gegner, um die Lufthoheit zu erringen. Halte L1 gedrückt, während Ruby in Gegner hineinrennt, um sie in die Luft zu schwingen. Ach, das ist ja cool. Na, das wird doch gekauft. Hieb beim Menschenwandel auf. Hau den Lukas. Lass dein Schwert auf den Gegner herab. Ja, das kaufe ich auch. Sind ja auch nicht mehr so viele Fähigkeiten, ne? Und man merkt es vielleicht auch ein bisschen an den, naja, ich sage jetzt mal, Dialogen. Das ist alles eher so ein bisschen, naja, ne? Also es ist schon alles sehr angelehnt an so ein B-Movie. Man darf das Ganze nicht ernst nehmen. Die Story ist da, aber die ist total vernachlässigbar. Bin ich gerade an mein Mikro gekommen. Aber so ist das halt, ne? Das war auf jeden Fall ein weiteres Kapitel. Oder das waren sogar zwei Kapitel. Oder drei? Ne, zwei, glaube ich. Und, oder doch drei. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir wieder am Ende angelangt dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch. Ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Haut rein.